Mein Kindheit war so, ich bin da aufgewachsen, in Unterwald in der Roma-Siedlung, mit meinen Eltern und meinen Geschwistern. Fasziniert hat mich die alten Geschichten von den Roma, was sie erzählt haben immer. Und mich und unsere Roma-Kinder haben uns immer gespielt miteinander und zu den anderen haben wir keinen Bezug gehabt. Wir sind in Unterwald vor der Volksschule, da bin ich in die Schule gegangen auch und habe gute und schlechte Erfahrungen gesammelt. Die gute Erfahrung war, wir sind in die Schule gegangen mit den Nicht-Roma und die waren gute Freunde zu mir. Und die schlechte war, die Lehrer haben uns schlecht behandelt. Und wie ich heimgegangen bin von der Schule, habe ich es dem Papa erzählt. Und der Vater ist dann runtergekommen, weil sie haben mich gedroht, dass ich in die Sonderschule komme. Und der Vater wollte das regeln. Und das hat auch nichts mehr genutzt und bin in die Sonderschule gekommen. Aber vorher ist der Papa verstorben dann. Ich stehe da vor der Unterwald der Gedenkstätte. Ich finde es sehr wichtig, dass Gedenkstätten errichtet werden. Meine Großeltern sind im KZ ermordet worden. Deswegen brauche ich einen Platz, damit ich eine Kerze anzünden kann. Die leidvollen Erzählungen von meiner Mutter haben mich bewogen, auf Spurensuche in den KZs Mauthausen und Auschwitz zu gehen.